Herzlich willkommen zu Gourmet at Home. Feine Rezepte für zu Hause, die einfach begeistern. Und das Ganze mit mir, Benedikt Faust. Also genießt es! Heute gibt es ein Gericht, was zeigt, wie vielseitig Gemüse eigentlich sein kann. Dafür brauchen wir Polenta-Grieß. Dann brauchen wir Orangen, Brühe, Petersilie, Fenchel, Zucker, Butter, Olivenöl und Pinienkerne. Zack, die Orange wird als erstes mal entsaftet. Denselbigen geben wir in den Topf, geben Brühe dazu. Als nächstes den Polenta-Grieß richtig schön umrühren. Einkochen und eindicken lassen. Und abschmecken nicht vergessen. Als nächstes rücken wir dem Fenchel zu Leibe, das heißt wir schneiden ihn erstmal klein. Und in Spalten. Fenchel, das Gemüse, das die Meinungen spaltet. Die einen lieben es und die anderen haben es einfach noch nicht richtig zubereitet. Jetzt schnibbeln wir uns ein bisschen Petersilie zurecht. Legen den Fenchel vorsichtig in eine Pfanne, heiß werden lassen, Zucker und Salz dazu, karamellisieren. Bisschen Olivenöl, Butter und die Petersilie dazugeben. Pinienkernalarm! Wusstet ihr, dass Pinienkerne früher gegen Liebeskummer eingesetzt wurde? Aber bleiben wir aber bei der Kulinarik. Wir rösten sie lieber. Aber aufpassen, die kleinen Dingerchen verbrennen schnell. Also mal lieber in Zeitlupe schwenken. Orangenabrieb für den guten Geschmack. Jetzt geht's los mit dem Anrichten. Polenta erstmal in Form schön reinstreichen. Muss ja gut aussehen. Genauso wie den Fenchel. Schön drauf drapieren. Bisschen wild, ja, ruhig hier und da. Jetzt den letzten Schliff und dann noch die Pinienkerne drauf verteilen. Für den Crunch natürlich. Zum Schluss noch das eigene Fenchelgrün zur Dekoration und den Geschmack. Sieht das nicht fantastisch aus? War das nicht ein besonders großartiges Rezept? Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere den QVC Deutschland-Kanal und wir sehen uns in der nächsten Folge von Gourmet at Home. Ansonsten klick dich einfach durch unsere vielen weiteren Inspirationen.